Heute ist Aschermittwoch, damit ist der Fasching offiziell vorbei und die Fastenzeit hat begonnen. Es ist auch heute wieder das traditionelle Suppenessen im Landhaus. Welche Bedeutung hat diese Veranstaltung? Ja, das findet heuer schon zum 10. Mal statt. Es ist immer der Übergang vom Fasching in die Fastenzeit. Wir hatten ja doch ein paar anstrengende Faschingstage und der Auftakt in der Fastenzeit ist immer der Aschermittwoch hier im Landhaus. Ich freue mich sozusagen als Co-Mitveranstalter und als Gastgeber. Die katholische Frauenbewegung hat seit vielen Jahren diesen Tag ins Leben gerufen. An dem Tag gibt es eine Suppe, man kann ein bisschen etwas spenden und das Geld wird für soziale Projekte verwendet. Heuer wurde mir gesagt, gehen diese Mittel nach Indien, nach Bihar. Und ich finde das eine schöne Aktion, das kommt dort Frauen zugute und wird in die Bildung investiert. Das macht einen Sinn und es ist auch schön, wenn viele kommen, ein bisschen spenden und das Geld auch dorthin geht, wo man es am dringendsten benötigt, in sehr armen Regionen Indiens. Sie wurden gestern abgesetzt und sind heute wieder zurück im Amt. Was erwartet die Vorarlberger nun? Es wird die Arbeit ganz normal fortgesetzt. Gott sei Dank hat die Absetzung jetzt nicht Tage und Wochen gedauert, sondern nur einige Stunden. Man kann dort anknüpfen, wo man aufgehört hat. Die Regierungsarbeit ist aufgenommen worden. Heute ist die Ausschussarbeit auch im Landtag wieder losgegangen. Ja, und natürlich, es gehen Verhandlungen in Wien weiter und die ganz normale Regierungsarbeit, Außenkontakte. In diese Woche gibt es einen Besuch im Klostertal. Also ich habe einiges vor noch heute, diese Woche und überhaupt die nächsten Monate.